Hallo ihr Lieben! So, heute zeige ich euch einen kleinen Haul von den Sachen, die ich mir bestellt habe bei Kreativbunt. Und es ist vor allem, eigentlich fast ausschließlich, sind es wunderschöne Papiere. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was ich da so gekriegt habe. Und zwar als allererstes habe ich mir diese Stanz-Add-on gekauft. Das gehört zu einer Stanze, die heißt Reveal Wheel. Das ist so ein Rad, das kann man auf der Seite drehen. Ganz, ganz eine tolle Sache. Und das ist so ein Add-on dazu. Und da ich dieses Rad habe, habe ich mir jetzt dieses Add-on dazu bestellt. Dann habe ich bei der lieben Nebelglück, heißt sie, die ist auch auf YouTube, hat auch einen Kanal, die hat einen Haul gezeigt mit unter anderem auch Dunkelbackpapieren. Und die hatte so ein doppelseitiges Klebeband bestellt bei Kreativbunt. Und habe ich mir gedacht, bestelle ich auch mal. Weil so für Alben braucht man wirklich starkes Klebeband und ich dachte mir, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich habe mir das geholt. Dann habe ich entdeckt von Scrapberries so ein kleines, es sind 12 Blätter drin. Und zwar alles so Galaxie-Bilder. Total schön, wie ich finde. Gerade auch so für Jungskarten, aber auch in Kombination mit so Einhorn finde ich das total schön. So Galaxien, Weltraum, hier vom Mond, die Oberfläche, gefällt mir sehr gut. So Planeten und das ist doch Hammer, nicht? Oh, wunderschön. Die habe ich mir geholt. Dann bekommt eine Kollegin von mir, kriegt ein Baby und ich werde ihr ein Album machen, ein Riesenalbum. Ich werde das dann mal zeigen, wenn es fertig ist. Das wird ein rechtes Projekt, sehr umfangreich. Und ich habe mir dafür jetzt so Papiere bestellt. Ich habe mir 3 Packen bestellt. Und zwar in diesem 12x12. Snips and Snails. Und das Papier ist so genial, weil es geht für Jungs, für Mädchen, also egal was da kommen wird, es wird passen. Und die Farben und diese Motive, die sind so, so süß. Die Rückseite ist so. Raumton. Grün, Sterne, und das sind auch so ganz kleine Sternchen, total schön, hier so Wäscheleine und so ein gelbes Honigwabenmuster. Und das sind auch wieder Sterne. So Tierchen. Grüne Punkte. Weiße Punkte auf grünem Papier. Äpfchen. Wieder diese Sternchen. Streifen, kleine Buchstaben und das ist so ein spezielles, das ist noch beglitzert. Einmal das. Dann war dieser Block hier war so, so lange ausverkauft. Das war Wahnsinn. Ich habe den vor bestimmt schon 2 oder 3 Monate, wollte ich den schon. Und der war immer weg. Und jetzt hatte ich mal Glück. Und zwar ist das dieses Polarpols. 6x6 Papiere sind da jetzt drin. Und die sind in so schönen Farben.
Und ich mag halt diese Dudelbackpapiere, diese Motive und die Muster und die Farben und einfach schön. Passt jetzt so überhaupt nicht zum Wetter draußen. Bei uns scheint hier die Sonne, es ist extrem warm. Aber egal. Weihnachten kommt ja wieder. Und sowas hier, finde ich jetzt, kann man auch sonst verwenden. Das ist jetzt so ein Muster. Und auch das hier. Also, und hier wiederholt sich's. Dann kommt mein Junge, kommt ja jetzt in die erste Klasse nach den Sommerferien. Und da habe ich für ein Album schon mal was mir zugelegt. Und zwar einmal diese Papiere in groß, in 30-30. Und ich zeige euch nachher im kleinen Block, wie die Motive aussehen, weil es sind ja eh immer die gleichen. Hier einfach in groß und im kleinen Block in klein. Und da ist speziell, das sind jetzt Sticker, die sind bei diesem Papierpacken mit bei. Und die kann man natürlich dann verwenden bei so einem Album. Das ist das. Und dann noch den kleinen Block. Und hier seht ihr jetzt die Motive. Beim großen Block wird dann halt einfach alles ein bisschen größer sein. Aber von den Motiven her ist es genau dasselbe. Rote Zahlen, Buchstaben, halt alles passend so für Schule, Bücher, Eulen. So ein Sternmuster, gefällt mir auch sehr gut, so Regenbogen. Buchstaben, Punkte. Sternchen. Also Äpfel. Schulbusse. Ja, gefällt mir sehr gut. Das ist auch toll. So ein liniertes Papier, aber mit so farbigen Linien. Und so ein ganz so wie Wandtafel. Das fühlt sich auch so an, ein bisschen. Die Oberfläche. Die glänzt auch so, das ist so wirklich wie Wandtafel, witzig. Ein bisschen rot. Und dann geht's von vorne los. Den habe ich mir auch noch geholt. So, und das war aber auch schon alles, denn ja, war nicht so viel. Aber für mich natürlich toll, weil jetzt kann ich dann bald loslegen mit dem Riesenalbum für meine Kollegin. Und ja, freue ich mich schon drauf. So, ich wünsche euch nun einen ganz schönen Tag und bis bald. Tschüss.